Und moin moin, sagt Grüße Leute, neue Runde vom LS22 nordfriesischer Marsch Spulmodus. Wir werden die Nacht mal durchspulen, mal gucken, was dabei so rumkommt. Mal 30 ist, glaube ich, ganz gut, weil jetzt produzieren wir so viel Dünger über Nacht, dass die Sämaschinen nicht trocken laufen. Und ja, dann ein paar Kleinigkeiten machen. Ja, ich glaube, wie gesagt, Äpfel können wir, glaube ich, eh abschalten. Ah nee, Quatsch, wir haben noch die September 2 Hälfte. Also Äpfel brauchen noch ein paar Leerpaletten. Wenn wir in der Region sind, könnten wir tatsächlich Essig mitnehmen. Essig brauchten wir da oben wieder bei der Ketchup-Mayo-Geschichte. Ach, mal schauen, da wird ja mit Sicherheit gleich was reintrudeln. Brauchen wir uns keine Sorgen machen. Die Liste wird wieder länger werden und nachher stehen wieder weitere da drinnen und so weiter und so fort. Aber können wir nicht anders. Das Schöne ist, durch die Logistiker, das Zentrallager füllt sich weiter. Geld müsste reichen für die Nacht. Gerade so. Aber werden wir gleich sehen. Ampeln und Blitzer werden ja auch witzig auf der Karte. Ja, es gibt wenig Bereiche, wo Ampeln Sinn machen würden. Und die gibt es, glaube ich, auch nur als... Ich glaube, es gibt die als platzierbaren Mod, ne? Also theoretisch könnte sich, glaube ich, jeder selber Ampeln irgendwo hin platzieren. Und auch Blitzer, glaube ich, gibt es ja auch als platzierbaren Mod, oder? Aber den drangsaliert man sich ja nur selbst. Also, weiß ich nicht. So, Kartoffeln, Mix, Gruppe 1, das sind wahrscheinlich wieder die Öle, Rapsöl oder Sonnenblumenöl, wie auch immer. Diese Schilder von wegen, ne? Dass man zu schnell fährt mit böser Smiley oder lieber Smiley. Ach, Kompost, gut, dass wir es gerade verkauft haben, ne? Ist da oben Kompost reingekommen. Kalkwerk ist mit Wasser reingekommen. Hier fahren wir zum Sägewerk, holen ein paar Leerpaletten ab. Mein Kompost haben wir natürlich auch noch in unterschiedlichen Stationen. Ne? Muss ja nicht unbedingt beim Kompost da holen. Wenn wir mit Sicherheit Produktion, wo auch was übrig ist. Vielleicht ja sogar oben in der Region da, bei der Marmelade oder so.
Jetzt hier noch in Grenzen. Aber ja, gut, jetzt habe ich natürlich wieder nicht dran gedacht. Jetzt ist es auch zu spät. Jetzt spulen wir die Nacht und ich mache das jetzt nicht mehr im Dunkeln. Fischfabrik, ne? Eigentlich wollte ich das die Fischfabrik noch machen. Das war wieder ungeschickt. Nach der Nacht auch noch mal wieder voll dann. Brauerei Hefe. Ja, bei der Vierfachkarte ist es halt schon, ne? Aber immer mit dem Autosave, aber auf einer 16-fach ist das echt noch mal viermal so nervig, ne? Mein Rechner ist ja schon nicht schlecht und nicht langsam. Wenn man dann ständig da alle 15 Minuten eine Minute warten muss, bis der Autosave durch ist, bei einer 16-fach-Karte wird das bei vielen so sein. Glaube ich zumindest. Und das ist dann echt nervig. Selbst mal seit 16-fach, wenn da nicht so viel Frucht oder irgendwas drauf ist, sondern nicht so viel passiert, das ist ja trotzdem alles die Fläche, die abgespeichert wird in sämtlichen Flächendateien. Und ich glaube, das macht schon viel aus. Auch wenn es nur Wasser ist eigentlich. Trotzdem ist ja theoretisch die Fläche darunter. Weiß ich nicht. Nehmen wir den Wasserfahrer. Na guck mal, jetzt ist aktuell Dünger leer. Die Sämaschine kriegt keinen Nachschub mehr. Aber ich fahre lieber leer dahin, ne? Aber geht schon, haben wir gleich schon Mitternacht und die Liste ist noch nicht mit mehr als weitere voll. Und über Nacht haben wir auch wieder so viel für den Separator produziert an Gärresten irgendwo, dass wir das da hinbringen können. Ja, September machen wir das, machen wir Donnerstagabend weiter. Vermutlich sollte sich der Plan konkretisieren, dass wir am Wochenende gar nicht da sind. Muss ich nochmal gucken, wie ich das zeitlich hinkriege. Aber sehen wir dann. Das ist heute die Sorgen, morgen die Sorgen, ne? So, Dünger 2 ist auch mit Kompost reingekommen. Moin Jürgen, sei gegrüßt. Ne, weiß ich noch nicht genau. Kann sein, dass nächsten Sonntag kein Stream ist. Sieht man dann, wie gesagt, Donnerstagabend mal reinhören oder in den Folgen auf YouTube. Mal schauen.
Ach, hier hat man auch einen Wasserauffüller, ne? Na, du schläfst ja eh aus, dann kannst du, siehst du ja dann zur Not. Oh, wir gucken mal. Ein bisschen zu weit. Ist die Zuckerfabrik auch reingekommen mit Wasser? Also unser Klärwerk macht jetzt ein bisschen zu wenig, seitdem wir auch die Gülle abgeschaltet haben, weil wir die Gülle im Fass haben wollten. Geld kämpft gerade hin und her. Ne? 2000 minus, hier wieder ein bisschen plus, da wieder ein bisschen minus. Nee, den Sendeplan kannst du nicht drauf verlassen. Das ist ein anderer Anhaltspunkt, aber kein in Stein gemeißelt von wegen, als wenn ich mich da mal ransetze und gucke, oh, jetzt muss ich den Sendeplan nochmal überarbeiten. Naja, habe ich auch Fälle. Das ist ein Zusatz, das ist ein Anhaltspunkt, aber das war's auch. Ja, dann sehen wir auf jeden Fall noch den Sonnenaufgang heute. Dann können wir am Donnerstag wieder im Hellen starten. Die Liste bisher geht ja sogar noch. Was schlimmer erwartet. Haben wir Stroh und solche Geschichten. Das ist ja alles geschenkt. Das kann man locker machen. Dünger können wir nach der Nacht auch wieder gut zusammenkratzen. Da haben wir genug. Da ist schon wieder 40.000 Liter dann oder so. Das sollte denn für Restgerste Dinkel reichen. Da brocken sind wir dann ja echt durch. So ist fast. Stopp. Also. Wollt ihr immer noch ein Stück weiter, ne? Schiebt nach. Schönen Sonntag auch, danke dir. Kaffee groß, Jürgen. Alle. Kein Kaffee mehr, aber lohnt jetzt auch nicht mehr. Oh nein. Mineral. Mirabellen. Wir wollen wieder Dünger haben. No. Das ist auch kein Kalk mehr hier in ausreichender Menge. Das ist schlecht. Das wird wahrscheinlich auch nichts mehr.
Ja, aber das ist auch eine gute Portion. Das lohnt schon, uns zum Hofsilo rüber zu karren. Oh, mit der Portion Dünger da der B-Truck auch schon ein bisschen zu kämpfen. Da haben wir doch schon wieder einen weiteren drin stehen. Aber nicht ohne durch die Nacht. Sonnige Grüße zurück. Nur ein bisschen kältere Grüße, ne? Aber sonnig ist bei uns auch. Gibt es einen Unterschied, ob ich drin sitze oder draußen? Von der Lautstärke? So hört man den fast gar nicht, oder? Wenn die Kabine so gut isoliert wäre damals, scheint mir unrealistisch. Das ist teuer, so eine Nacht mittlerweile, auch mit Logistiker, ne? Weil die ganze Ware aktuell im Lager spawnt. Ich denke, mit mal 30 kommt das auch alles gerade so hinterher. Muss ich auch immer abbauen erst wieder. Und wenn alle Produktion anliefern, dann könnte es sogar wahrscheinlich knapp werden mit mal 30. Dann wird der Logistiker ein bisschen voller. Und baut das erst in den Morgenstunden wieder ab. Also wenn die Textilfabrik keinen Stoff mehr hat, dann haben wir ein Problem aber gleich, ne? Noch 9 Stunden. Jetzt kann die Seemaschine nebenan auch gleich wieder losfahren, aber gerade gesehen ist schon los. Und vorne ist voll, nächster Tank ist voll. Das funktioniert echt gut. Ja, okay. War knapp, aber passt. So, die Versorgung machen wir nächstes Mal. Drei weitere geht aber noch, also nicht so schlimm, ne? Auch wenn da werden jetzt bis 6, 7 Uhr bestimmt noch 2, 3 weitere dazukommen. Den Mineraldünger würde ich trotzdem komplett hier behalten, lieber. Für die Aussaat. Da geht jetzt erstmal nichts in die Plantage. Wir noch gut was brauchen.
Eisfabrik Butter. Ja. Kriegen wir dann alles hin. Sechsfach per Glas. Mindestens. Dann hörst du nicht viel. So, Gärreste. Sollten auch schon lange mal hier hin zu Dünger. Weiß ich nicht. Der traute sich auch nicht mehr weiter. Das hatten wir schon mal, ne? Ich denke. Der wird auch bestimmt von den Bruxis gestört, weil die Bruxis waren schon mal Kollisionsprobleme. Die scheinen irgendwie eine Kollision komisch zu haben, dass die generell Fahrzeuge manchmal stören, obwohl die Fahrzeuge relativ weit weg sind. Ja, also Sonnenaufgang, der Mond steht da zwar noch ziemlich hoch, aber der Mond soll ja auch besser aussehen im 25er, ne? Der ist schon ein bisschen verpixelt hier im 22er. Mal gucken, wie der im nächsten Teil aussieht. So, sechs weitere, jetzt grätscht das doch noch einiges rein, aber es kann auch sein, dass es große Einzelportionen sind, wie Crushed Eis beim Fischer sind zwei oder Crushed Eis beim Schlachter sind gleich vier oder was auch immer da noch so gerade reingekommen ist. Den ganzen Spaß werden wir uns beim nächsten Mal angucken und die Liste dann wieder nach Möglichkeit, zumindest keine weiteren, reduzieren. Aber erst nach Sonnenaufgang. Der fährt jetzt aber nochmal da hinten irgendwie Richtung Hafen. Wasserversorgung am Hafen. Wasser beladen. Wasserladen am Hafen. Und da sehen wir uns dann am Donnerstag wieder sozusagen. Ja, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Ich lasse das noch eine Minute laufen, bis hell ist. Und dann bis zum nächsten Mal. Ne? Vielen, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Schönen Sonntag euch gewünscht natürlich. Ne? Bis demnächst.